Hallo, Wenn ja. irgendjemand überlebt hat, komm zu mir. Zu Luisas Haus, oben beim Acker. Überlebt? Ja, also, jetzt aufpassen, Leute. Ich hab das Spiel gerade nochmal von vorne anfangen müssen, um den Schwierigkeitsgrad zu ändern. Das war tatsächlich notwendig, denn anders ging es nicht. Aber es war tatsächlich gar nicht so schlecht, weil ich habe, glaube ich, irgendwie was rausgefunden, nämlich, dass man die Zombies, wenn sie einen so angreifen und dabei sind zu beißen, noch irgendwie wegkicken kann, bevor sie einen beißen. Ich habe nur noch nicht ganz verstanden, wie. Und es ist clever, wenn man sie im Zweikampf hat, also Mann gegen Mann oder Mann gegen Zombie, sie zuerst mit dem Messer zu schwächen und dann erst mit der Pistole. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ein bisschen Erste Hilfe habe ich auch gebraucht, aber allgemein schaut es jetzt besser für mich aus. Glaube ich. Okay, bewegen, Objekte stapeln. Kann ich Objekte... Wie kann ich Objekte stapeln? Okay, ist jetzt auch scheißegal. Auf jeden Fall spielen wir jetzt auf den Schwierigkeitsgrad Mittel. Weil das andere war mir einfach viel zu lästig. Ich habe keinen Bock, bei jeder Kleinigkeit draufzugehen. Ich bin bis jetzt noch nicht einmal draufgegangen, seitdem ich den Schwierigkeitsgrad geändert habe. Noch nicht ein einziges Mal bin ich draufgegangen. Okay, ab und zu war es knapp, aber ich bin nie draufgegangen. Also schon mal ein Messer holen, weil ich will ja das hier holen. So. Dann blocken. Ja, blocken weiß ich schon, wie es geht. Nimm doch mal die Shotgun. Ja, danke schön. Das würde ich ganz gerne noch mitnehmen und dann bin ich weg. Tschüss, Leute. So, möglichst wenig kämpfen. Verdammt. Ja, verdammt. Was ist hier los? Guten Tag. Lauf! Aua! Lauf, 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 lauf. Ja, nee, du, hab ich echt keinen Bock drauf. So. Okay, und dann hier weiter oder wo? Wo muss ich da lang? Verpiss dich! Hier muss ich lang. Alles klar. Boah! Es nimmt kein Ende. Ich weiß. Ups. Falsch, nein. Oh, fuck! Ah. Jawohl. So, was soll ich denn hier machen? Ich weiß gar nicht, wo ich lang soll. Oh, no, no. Irgendwie habe ich es letztes Mal geschafft, sie wegzukicken, aber ich weiß nicht wie. Komm schon! Ah, kein Plan! So. Ja, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich habe wirklich keine Ahnung. Das ist jetzt alles versperrt, da kann ich nicht hin. Verschossen. Alles klar? Scheiße! Scheiße? Das Scheiße finde ich nicht gut. Ja, ist gut. Lass mich in Ruhe. Blocken. Oh, fuck. Durchbrechen. Durchbrechen. Los, lauf, 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 lauf. Was ist denn das für ein Riesen-Oschi? Puh. Puh. Lauf, 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 lauf. Hier lang.
Verschlossen, natürlich. Ja, hallo. Guten Tag. Alter, wie soll ich das denn schaffen? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, darf ich bitte? Darf ich bitte laufen? Danke. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich weiß es einfach nicht. Hier war ich schon. Nee. Bringt mir alles nichts. Ich dachte eigentlich, dass ich hier richtig wäre, aber bin ich anscheinend nicht. Hier habe ich jetzt versperrt. Au! Ah, musste ich nur eine Zeit lang überleben, oder was? Ja, toll, jetzt bin ich am Arsch, oder? Oder wie? Oh, okay, der hat mich weit geschmissen. Ich bin wieder am Fluss. Ah ja. Guten Tag. Was? Zweikampf oder wie? Du gegen mich, Alter. Du hässliches Drecksvieh. Glaub mir, mein Hammer ist größer als deiner. Okay, sie hauen ab. Warum? Ihr hattet mich doch gerade. Ich will mich jetzt nicht beschweren, aber ihr hattet mich gerade. Was macht er da jetzt? Einmal auf die Hand wichsen, oder was? Ja, einmal auf die Hand gewichst. Jetzt klebt es alles zusammen. Ja, soll ich dich jetzt auch noch erschießen, oder was? Alter, Leute, ich wollte gleich schlafen gehen und jetzt wollt ihr mich so aufdrehen, oder was? Ja, es ist auch schon... Es ist auch schon fast 12, fast Mitternacht. Alles klar. Alles klar. Ich glaube, Trophäe erhalten, keine Likes für... ja, okay, leck mich. Ich glaube, ich musste nur lange genug überleben. Das habe ich ja anscheinend irgendwie hinbekommen. Jetzt möchte ich mich hier aber nochmal ganz in Ruhe umsehen. Also nicht hier, weil hier war ich ja eigentlich schon oft genug, sondern da, wo wir jetzt die ganze Zeit rumgerannt sind. Warte mal. Gerade. Die roten, habe ich gehört, sind anscheinend die Häuser, die ich noch nicht durchsucht habe. Schmiede, eiserner Schlüssel. Aha. Heißt, ich brauche dann Schlüssel. Und hier? Das Gebäude hier habe ich anscheinend noch nicht alles durchsucht. Was habe ich denn hier noch übersehen? Ah! Tatsächlich, also die roten Stellen sagen, hier ist noch nicht alles durchsucht. Ist auch kein Wunder, ich bin hier nur durchgerannt. Kann ich mich natürlich nicht genug umschauen. Oh ja, hier war sogar noch viel. Wie viel Muni habe ich? 33 Schuss, das reicht mir erstmal. Hier ist immer noch was. Ja, wie gesagt, ich hatte keine wirkliche Zeit, mir das anzuschauen. Mesek, okay. Mesek kann man kaputt machen, alles klar. Ich hatte eigentlich relativ viel Shotgun-Muni, musste alles verballern. So, und hier, glaube ich, wird ein Schlüssel gebraucht. Den ich jetzt natürlich noch nicht habe. Brunnen. Okay, geh mal einfach mal ein bisschen rum und schauen uns um, würde ich sagen. Aber warte mal. Also, was brauche ich denn, um Munition herzustellen? Rostige Reste?
Achso, und für alles andere habe ich noch gar keinen Plan. Gut, machen wir jetzt mal hier ein bisschen Medikament für mich, weil ich habe ja einiges verbraucht. Aber ich bin nicht gestorben, oder? Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, bin ich gestorben? Ich glaube einmal, aber einmal ist besser als keinmal, ne? Was war hier? Gehe ich wieder? Ah, jetzt. Entriegelt. Jetzt kann ich hier durch. Das war anscheinend voll verriegelt und jetzt ist das nicht mehr. Ah ja, okay, ja, ich erinnere mich. Wo bin ich jetzt auf der Karte? Genau, hier wollte ich tatsächlich auch hin. Boah, das wird wieder was mit meiner Orientierung hier. Ach so, hier komme ich noch gar nicht hin, oder was? Ich wollte jetzt dahin. Ich glaube, da komme ich gerade nicht rein. Ich will jetzt erstmal zu allen rot markierten Stellen eigentlich, aber ich glaube, da komme ich gerade nicht hin. Und es ist mir mittlerweile auch schon egal. Das sage ich mal ganz ehrlich, ist mir mittlerweile schon egal, ob ich das jetzt alles einsammle oder nicht. Weil ich brauche dafür eigentlich ein bisschen Ruhe, die ich hier definitiv nicht hatte. Danke. Irgendwas habe ich eingesammelt. Verschlossen. So, und wo war die alte jetzt gleich wieder? Zu der wollte ich jetzt eigentlich. Alte Frau, wo warst du gleich wieder? War hier noch irgendwas drin? Nee. Jetzt finde ich die alte Frau nicht mehr. Jetzt so, gucken wir mal, ich war ungefähr hier und wo war die alte Dame? Eigentlich. Okay. Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Habt ihr einen Schlüssel? Ich habe keinen. Hier war das Radio, genau. Tja. Tja. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich hier irgendwo einen Schlüssel finden soll. Hier war die Shotgun und alles, aber hier habe ich jetzt alles durchsucht. Wie soll ich in der Hektik denn irgendwas aufsammeln? Und braucht man schon ein bisschen Zeit für. So bin ich. Wo bin ich jetzt? Ah, hier bin ich jetzt, okay. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich da jetzt weiterkomme. Hier ist immer noch alles versperrt, da komme ich hier nicht mehr rein. Puh. Ja, wie komme ich jetzt weiter? Ah, warte mal. Aber, oh ja, ich bin dumm. Ich bin echt dumm. Die war doch hier, oder? Genau, die alte Frau war hier. Ich bin so blöd. Als ob ich das mit Absicht machen würde. Leben wie im Tod reisen wir. Hallo? Es ist gefährlich. Hier draußen. Was zum... Hey, hören Sie mich? Ja, Sie sind es. Der Vater des Kindes. Kind? Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein. Halt! Ja, denn. Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück. Oh,
Rose ist hier? Alles klar. Rose ist hier. Wen überrascht es noch wirklich, ganz ehrlich? Natürlich ist Rose hier. Sie ist doch infiziert, Mann. Müsstest du doch mittlerweile wissen. Ich hab's dir jetzt schon so oft erklärt. Hörst du mir überhaupt zu? Alles klar. Ist das ein Grab oder was? Ja, okay. Kein Plan. Ist alles klar, aber trotzdem habe ich gar keinen Plan. So, hier ist wieder gar nichts. Dadadadan. Hier, what the hell? Okay, die haben irgendwas auf dem Boden gemalt. Das Zeichen hat man, glaube ich, schon mal gesehen. Chemikalie, dankeschön. Oh, was zum Lesen. Oh, großer Lekanz, oder so ähnlich. Sagenhafte Wolfsmonster von einst, mögt ihr kommen und uns unser Fleisch nehmen? Mögt ihr kommen und uns bei lebendigem Leibe zerreißen? Ja, das hört sich doch nach echt viel Spaß an. Irgendwas mit Akten? Unterirdische Gänge? Notizbuch? Ah, cool. Boah, soll ich das jetzt... Ich glaube, ich lese das jetzt alles noch. Neu. 9.2. Dämmerung. Irgendwo im Wald. Es war eigentlich ein Abend wie jeder andere, aber dann ist Chris aufgetaucht und hat unser Leben zerstört. Er hat Rose entführt, er hatte mir vor meinen Augen erschossen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie tot ist, aber wer weiß. Mich haben sie außer Gefecht gesetzt und jetzt bin ich irgendwo in einem Wald. Was hat das alles zu bedeuten? Ja, deine Tochter ist infiziert und der Chris, der hat irgendwas mit dir vor, ich weiß noch nicht was. 9.2. früher Morgen. Dorfanger. Ja, keine Ahnung. Gleich neben dem Wald war ein Dorf. Ich konnte einen Bewohner finden, aber wir wurden von monsterähnlichen Kreaturen angegriffen und er wurde getötet. Eigentlich müsste Chris doch schon wissen, was das hier ist, oder? Das sind irgendwelche Zombies, denke ich mal. Kurz darauf hat mir eine alte Frau erzählt, dass Rose hier im Dorf ist. Ich muss sie finden, bevor diese Dinger ihr zu nahe kommen. Okay, was haben wir hier? Akten. Ja, das haben wir gerade gelesen. Und hier sind Tipps. Im Notizbuch können sie Ethans Tagebucheinträge sowie bisher alten Ethans Tagebucheinträge Informationen nachlesen. Es ist schon sehr spät, Leute. Ich bin echt müde. Wechsel zwischen den Kategorien. Alles klar. Das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich jetzt auch nicht. Ich wollte unterirdische Gänge. Wie wechsle ich das? Ah, ich kann hier in verschiedene Stockwerke wechseln. Unterirdische Gänge. Boah, leck mich am Arsch. Das ist mir ein bisschen zu viel. Okay, ich werde eine Weile brauchen, um diese Karte zu verstehen. Aber diese Karte sagt mir, dass ich dieses Haus hier noch nicht voll und ganz durchsucht habe. Hier ist die Küche, die ist echt sauber, die gefällt mir gut, okay, ich kann mir von hier noch nicht alles nehmen, das finde ich nicht gut, auch wenn die Küche sehr schön ist, aber ich hätte gerne sowas wie ein Dietrich. Ich schätze mal, dass wir irgendwann hier nochmal vorbeikommen werden und dann deutlich besser ausgerüstet sind mit Dietrich und so ein Scheiß. Und dann können wir hier alle Schlösser aufbrechen. Was ist denn das? Karte aufrufen. Warum sollte ich nach Rose suchen? Ja, aber warum sollte ich gerade jetzt die Karte aufrufen? Ach, da funkelt was. Das kenne ich doch aus einem anderen Razy-Teil. Ja! Geil! Kristallfragment. Nice! Ich wette, damit können wir irgendwas Geiles machen. 100 Pro. Nice, Alter, ich bin einfach so gut. Ich habe zwar vorhin voll verkackt und musste erst den Schwierigkeitsgrad runterdrehen, aber ich bin so gut. Ah, das ist aber eine Tür, warum komme ich da nicht rein? Da ist ein Balkon, da komme ich auch nicht rein. Was ist das? Oh! Irgendwas zum Einsammeln.
Ich habe gar nicht mal richtig gesehen, was, aber es war was zum Einsammeln. Da ist eine Zierge. Was ist denn mit der Zierge los und warum nickt die ganze Zeit? Untersuchen. Wir opfern diese Wächterziege zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, den möge der Zorn Mutter Mirandas ereilen. Wer ist Mutter Miranda? Trophäe erhalten, Zyniker. Das trifft relativ gut auf mich zu. Okay. Was haben wir hier? Da ist irgendwas drin, aber ich komme noch nicht rein. Irgendwie werde ich einen Weg darin finden. Aha. Schloss Diamant Cruise oder so. Familienfoto? Okay, dann muss ich wohl irgendwas finden, womit ich die Tür öffnen kann. Da ist Gras, das nehme ich doch gerne. Warte, ich sollte lieber jetzt meine Medikamente herstellen, nicht dass ich sie nachher brauche. Und dann keine mehr hab. Okay, ich bin jetzt hier wieder bei der Statue. Schauen wir mal, was ist hier? Hier ist gar nichts. Okay. Statue ist mein Orientierungspunkt. Dann hier waren wir schon. Da können wir nicht alles durchsuchen. Was ist das für ein rotes Tor? Da sind wir, glaube ich, hergekommen, oder? Nein. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. So, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Dann können wir tatsächlich nur noch hier irgendwo hin. Ach, hier ist ja noch ein Weg, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, es ist schon viel zu spät für mich. Ich bin sehr, sehr müde. Kann ich das hier öffnen? Das dekoriert. Was? Okay. Ja, die Tür ist dekoriert. Das ist absolut richtig. Das hast du gut erkannt. Ach, hier ist ja auch ein Torfen. Okay, ich muss echt ins Bett, wenn ich nicht mal sowas bemerke, ja. Was fehlt? Hier sind sehr viele Sachen, wo ich eine Kurbel brauchen könnte. Ich habe einfach gar nichts. Wo ist denn der Bolzenschneider von vorhin? Den hätte ich doch einfach eiskalt mitgenommen. Dann hätte ich jetzt für alles einen Schlüssel, nämlich den Bolzenschneider. Und anscheinend müssen wir da rein, weil sonst wäre hier die Lampe nicht. Aber ich will erstmal gucken, wo geht's hier lang? Das sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sieht das nicht gut aus. Tschüss. Ich sollte zuerst hier reingehen. Ich gehe zuerst hier rein. Dann können die mich mal am Arsch lecken. Dann durchsuche ich hier alles. Bitte bemerkt mich nicht, da ist eine Mine. Inventar. Ich sehe die Mine nicht. Öffnen Sie Ihr Inventar? Ah ja, okay. Ich habe die Mine auf jeden Fall. Okay, ich schätze mal, die werden wir hier irgendwie brauchen. Das Haus ist immer noch nicht voll durchsucht. Oh, Schießpulver. Das war aber gut versteckt. Jetzt aber. Du willst mich verarschen. Ich will hier alles finden, Mann. Ah, das kann man noch öffnen. Ja,
Gut, jetzt haben wir alles gefunden. Gehen wir zuerst hier rein. Weil ich habe Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Ich weiß nicht, was genau, aber ich hoffe, dass es irgendwas bringt. Da hat mich doch direkt was angefunkelt. Ja, Mann, noch eins gefunden. Ich habe ziemlich viel Muni. Ich schieße aber auch nicht so viel. Das ist eines dieser Fragmente, das ist gut. Sollte Unglück über dieses Dorf hereinbrechen, bla 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 bla. Luisas Haus, alles klar. Okay, ich wollte nur mal kurz gucken, was da ist. Sonst ist hier nichts, oder wie? Auf den Bänken ist auch nichts. Oh, speichern, geil! Aber das Ding hat auch einen Autospeicher, von daher... Soweit ich weiß, ich habe es heute schon mal beendet und dann ging es einfach weiter. Also es hat einen Autospeicher. Okay, Haus durchsucht? Haus ist durchsucht, ja. Okay. Das heißt, ich muss jetzt wohl doch durch dieses Feld. Ah, warte mal. Hier. Dann halt hier. Achso, ich muss selber drehen. Yes. Jawohl, eines haben wir schon mal. Ach nee, da ging es noch nicht weiter. So, ich hoffe, dass ich hier alles gefunden habe. Ja. Sieht so aus, als müsste ich mich kurz vorm Schlafen gehen nochmal mit diesen Zombies hier battlen. Ich versuche einfach mal hier auf dem Weg zu bleiben. Wir merken uns, in dem Haus daneben mir kann ich mich verbarrikadieren. Möglichst weit weg von denen. Oh, ich will jetzt aber wissen, was hier drin ist. Ja. Ja, Mann, geil. Ja, das werden wir brauchen. Da bin ich mir sicher. Durchsucht? Durchsucht. Ich will alles mitnehmen, wenn ich kann. Kann ich mich hier vielleicht einfach durchschleichen? Das wäre schön. Weil bis jetzt wurde ich noch nicht bemerkt. Natürlich kann ich mich hier nicht einfach durchschleichen. Ich bin sowas von am Arsch. Ich bin sowas von am Arsch, ich sehe den Feind nicht mal. Rüber mit dir! Okay, ich hoffe, ich habe es eingesammelt, was auch immer da war. Fick dich! Oh, nein, 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 nein! Ah, Mann! Manchmal kann ich sie wegtreten und manchmal nicht. Ich muss sie irgendwo auf offenes Feld locken, wo ich ein bisschen besser sehen kann. Ich sehe dich, du Pisser. Ha, ich treffe ihn sogar. Ich will ihn jetzt besiegen. Ach, Scheiße. Jetzt hat er mich erwischt. Du willst mich verarschen.
Ja. Geschafft, Alter. Sein Schädel hat zwar gar nichts gebracht, war voll umsonst, aber egal. Okay, ich gehe jetzt einfach da rein. Ich leg mich nicht mehr mit dem an, der da steht. Schließen Sie die Tür. Bitte. Ich habe eigentlich fast alle getötet, bis auf einen. Was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh, hab ich nicht vor. Keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Einer von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Er ist infiziert. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Ja, natürlich. Warum sollte ich für euch das Tor öffnen? Mit der Verletzung ist er mir nur im Weg. Hier, ich erlöse ihn sofort. Ja, scheiße, geht nicht. So, hier ist nichts drin? Hier ist nichts drin, okay. Ja, das war sehr schlau von mir, die anzugreifen. Den letzten da noch. Das war übermäßig intelligent. Aber ich wollte ihn unbedingt noch töten. Ich wollte ihn von seinem Leiden erlösen. Wie sieht's denn gesundheitmäßig aus? So, nicht so gut. Aber ich bin mal trotzdem noch sparsam. Okay, wo geht's denn hier weiter? Da über die Mauer? Oder wo? Ah, hier. Schießpulver? Danke. Viel Schießpulver, aber bis jetzt habe ich das noch nicht benötigt. Ein Scheißhaus. Kann ich wieder kacken gehen? Ich müsste mal. Chemikalie. Auf einem Scheißhaus. Ich will nicht wissen, was der letzte Besucher hier getrieben hat. Ich gehe erstmal hier rein und mache nichts. Außer vielleicht hier was herzustellen. Yay! Ah, ich habe noch eine Chemikalie übrig. Das heißt, ich kann jetzt neue Chemikalien produzieren. Also los! Ja, so einer bin ich. Das ist mein Humor. Das ist absolut mein Humor. Das muss sein. Untersuchen? Von der anderen Seite verschlossen. Alles klar. Oh Gott, ja, ich bin kindisch. Ist schon klar. Ich bin absolut kindisch. Sonst würde ich das hier nicht machen. Drinnen. Ist festgeschraubt. Alles klar. Das heißt, ich brauche einen Schraubenzieher. Finde ich nicht. Okay, vielleicht hat der alte Mann einen Schraubenzieher, der Infizierte. Kommt! Alles gut! Der alte infizierte Mann. Wurde aber auch Zeit. Halt die Fresse. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Hab ich gemerkt. Hab ich absolut gemerkt. Oder? Nein. Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Das glaube ich nicht. Hey. Kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Na los. Vater? Helft mir. Ich glaube nicht, dass dir noch zu helfen ist. Okay, wir gehen natürlich ins Haus, aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Nein, erst ab der nächsten Folge sind wir in Sicherheit. Ich hoffe mal wieder, dass es euch sehr viel Spaß gemacht hat. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Gott, so viel Blut. Und ja, so viel Blut. Und ich versuche mich ja gerade zu verabschieden, also stör mich bitte nicht. Auch wenn er gerade stirbt, ist es kein Grund, mich dabei zu stören. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch sehr viel Spaß gemacht hat. Und dass ihr auch bei der nächsten Folge von Resident Evil The Village oder wie auch immer dabei seid. Bis dahin sage ich einfach ciao.